Oh, na? Sind wir wieder bei Donkey Kong Country hier? Ja. Gutes Spiel eigentlich, ne? Donkey Kong Country 3? Donkey Kong Country 3? Donkey Kong Country 3? Ja, das ist das Spiel. Das machen wir jetzt. Oh, ich weiß gar nicht, wie die Akustik hier ist. Das Problem ist ja, dass das Arbeitszimmer zur Hälfte erstmal leer war. Es gab ja eine Folge, die ich schon aufgenommen hatte, aber jetzt habe ich hier mittlerweile einen Teppich drin. Schön. Also einen echt schönen Teppich, habe ich gesagt. Ja, das sieht gut aus. Das ist quasi die Karte von Zelda 64. Ja. Und die sieht gut aus. Feine Sache. Ja, das ist es. Ja, mich nicht so anzündeln hier von der Seite, junge Mann. Das ist gefährlich. Da fühle ich mich total belästigt. Böng. So, einmal hier auf dem Kopf. Genau, 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 genau. Und ich sag euch mal eine freudestrahlende Nachricht. Ich habe ja zwar noch irgendwie 9 Prüfungen zu machen, mündliche, weil, wie gesagt, ich habe ja schon mal erzählt, dass einige, so ein Abi kannst du entweder auf Anhieb schaffen oder machst das halt zweimal. Ist beides möglich. Wieso habe ich gerade versucht, durch ihn durchzufliegen? Das funktioniert nicht. Ah, ja, okay. Dann versuchen wir das mal so. Böng. Naja. Und dann sind Ferien. Ja, Ferie. Ist lateinisch und heißt, nicht so viel arbeiten müssen. Wäre natürlich geil, wenn wir die mit ein paar richtig fetten Livestreams verbringen können. Und da habe ich richtig Bock drauf. Beziehungsweise, ich bin ganz ehrlich mit euch. Der Enthusiasmus ist zwar da, aber ich weiß auch nicht. Es ist halt nicht gerade in meinem Habitus drin, zu sagen, so, jetzt machen wir einen Stream live und so. Weil ich immer noch, bis auf wenige Ausnahmen, so ein bisschen den Schneckenhausmodus hier fahre. Weil ich eben auch soziale Interaktion auf der Arbeit ohne Ende kriege. Mehr als ich eigentlich wollte. It Kongs gewonnen. Ja, ja. It graben. Ja, Kongs sowas von gewonnen. Jetzt geh mal kaputt hier, Digga. Booms. Ein Ski. Oder wie der kleine Maddie damals gesagt hätte, ein Ski. Niemand weiß, warum das so ausgesprochen wird. Das ist einfach Unsinn. So, was muss ich denn machen, um hier die Kanone zu schießen? Das weiß ich nicht. Mekanos. Haben wir alles gemacht. Guck mal, alle Flaggen oben. Perfekt. Bazookas Baracke. Mädel. Keine Munition hat er. Oi, schade. Wir können ja theoretisch so eine Hummel da reinlegen. Oder du kannst ja im Endeffekt, muss man sich ja auch nicht so anstellen, ne? Weil wenn du wirklich es wolltest, dann könnte man eigentlich auch alles schießen. Nicht wahr? So, wie war das hier? War hier nicht eine Blume? Bumbles Bungalow. Moin. Ich bin froh, dass diese furchtbaren Maschinen hier zerstört sind. Vielleicht wachsen jetzt wieder Blumen. Ja, vielleicht. Ich glaube, da müssen wir jetzt ein paar Mal nach rechts laufen. So, war das. Zack, zack, zack. Zack, und irgendwann hat man eine Blume im Inventar. Meine ich. Nee. So, dann machen wir mal hier mit Vorspulen, Digga. So, das waren an die 100 Mal. Eine Blume? Nee. Keine Blume für mich da. Schade. Ja, dann lassen wir das. Ich glaube, die Blume würde man auf der Karte auch sehen. Warte, 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 ich hol was. Hab ich das eigentlich gemacht? Bounty Beach. Moin. Ja, das habe ich gemacht. Bounty Beach klingt so gut. Ich weiß auch, wie jemand bei WoW mal hingeschrieben hat, statt Booty Bay, wie Beutebucht, hat er Beauty Bay geschrieben und dachte, das wäre richtig. Holerö, du hast tatsächlich 2 Ski gefunden. Jetzt steht im ultimativen Trip nichts mehr im Wege. Bewege dich nicht vor der Stelle, Kitty. Gleich ist das Superboot fertig. Hole Rö, Freunde. Hole Rö. So, nagelneuer Turboantrieb. Kracher, ballern, Turboschieb, bounce das. Ich glaub, das bounced. Geiler Typ hier, guck dir das mal an. Damit können wir hier die Wasserfälle hoch hier. Nee, glaube ich nicht. Ja. Mit ein bisschen Schmack ist hier von der Seite, da geht halt. Und zack, da sind wir. Moin. So, ich mach mal hier ein Safe, weil das ist. Kinder, das ist schwer. Hier. A. B.
B, X, B, Y. A, B, B, X, B, Y. Oh, das menschliche Gehirn hat eine endliche Zahl an Dingen, die es sich ganz kurz merken kann. Aber, ne? Naja. Ach ja. So, Rona, moin. Jetzt haben wir hier ein schönes Pferdchen hier. Guck, da kann ich einfach mal schön in Richtung Gibraltar düsen mit dem Ding. So, kann ich mir eigentlich jetzt hier eine Blume holen? Ich meine, jetzt? Moin, moin, moin. Guck mal, die Karte ist ganz anders. Wird ich immer... Brambles Bungalow. Na, habe ich jetzt ein Pflänzchen dabei? Nee. Hier gibt's keine Blumen. Und er guckt hier, ich komme einfach so rein. Und in den Türrahmen nehme ich nur... drehe ich wieder um. So wie mit einer Ex-Freundin von mir damals, wo wir bei McDonald's waren. Und dann hat sie sich im Eingang von McDonald's entschieden, dass sie nicht zu McDonald's möchte. Und das war komisch. Dann war ich wieder der Blöde. Ich bin ja sowieso immer der Blöde. Das ist eine Grundregel. Geil. Cram-Insel Deluxe. So gefällt mir das doch. K3. K wat? 3. Yeah. So. Felsenfest. Super geiler Name für Level. Ist das nicht so ein Rope-Level? Yeah. Oh yeah. Jetzt geht Dark Souls erst richtig los. Oh ja. Yeah. So, ihr Süßen. Ihr müsst mir auch mal helfen. Was ist hier eigentlich los? Oh! Und ich finde, ich bin gerade in so einer... Wisst ihr, was ich am liebsten machen würde? Ich würde mir gerne ein paar Gäste holen und Minecraft wieder anfangen. Da hätte ich Bock drauf. Von mir aus auch in der alten Welt. Schön am Fliesentisch wieder anfangen. Richtig alles wieder ein, mal schön. No. Er ist schon ein bisschen frech hier, ne? Oh nein! Habe ich ihn an der Achsel erwischt, ja. Mit meinen Haaren. Das geht nicht. Ui! Das ist ein übertriebener Stresslevel hier. Stresslevel ist hoch. Sammle 30 Sterne, Mai. Gib jetzt aber... Oh, nicht mit der Tonne hier, das ist unfair. Das finde ich nicht nett. Wie war's? Na? Und zack! Eine Bonusmünze für den Baron! Ja! So. Ich klopfe einfach mal die Ratte hier um. Warum auch nicht? Finny hat's verdient. Es sei denn, ich brauchte... Ja, guck mal, die andere Ratte, die rächt sich. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da oben den Affen hochwerfen muss, weil da bestimmt noch was ist. Sieht so ein bisschen so aus hier im Felsenfest. Aber ein Bonus-Level ist schon erledigt. Der Rest kommt dann von alleine. Hier muss man aufpassen, nicht... Wer wollte ballern? Oh, hat er gekriegt. Dann wollen wir nochmal. Was ist hier links eigentlich? Das sieht so... Das sieht so dubios aus hier. Naja. Ich muss aber sagen, ich bin einfach... Ich finde, bei DKC merke ich das mal wieder ganz stark. Mein Lieblings-DKC ist tatsächlich der erste Teil. Weil das nicht so überambitioniert war. Weil da nichts mit Bonusleveln, die man machen muss, ist mit Münzen sammeln oder was auch immer. Da kannst du einfach schön durchzocken und dann bist du durch. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich das lieber. Ich bin sowieso selten ein überambitionierter Mensch. Solltet ihr eigentlich mal gemerkt haben. Da sind einfach nur so ein paar Sachen, die immer wieder kommen. So. Ja, der Affe ist weg. Den schmeißen wir hier in den Abgrund. Naja. Was ist hier? Ah. Ah, so denken sie sich das. Ja, das ist okay. Dann haben wir ein paar extra Leben. Geht. Nee, ich finde... Ich bin immer so ungehalten, wenn irgendwas so überfancy ist und irgendwas überkompliziert ist. Ich bin immer ein Freund von Keep It Simple. Ganz egal, was es ist. Ich weiß, das ist eine meiner schlechtesten Eigenschaften, aber wisst ihr was, das ist mir auch egal. Dann ist das halt eine schlechte Eigenschaft.
Dann sind andere Leute glücklicher, indem sie den Fancy Firlefanz von noch und noch höher. Noch und nöcher da haben. Aber nee. Nee. Ich bin damit unglücklich. Ich brauche nur ganz einfache Dinge in meinem Leben. So, wie geht das jetzt? Hallo? Ich bin unsicher, wie das vonstatten gehen soll hier. Ich bin ja zwangsläufig langsamer als das Ding hier. Ja, das würde klappen, aber das ist wahrscheinlich nicht die Art und Weise, wie man das eigentlich machen muss. Ja? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Ich meine, damit könnte ich dann langsam starten hier. Och, Dirk. Ja, ich weiß nicht, ob das richtig war jetzt, aber ich habe es auf jeden Fall so hingekriegt. Naja, wahrscheinlich war die Lösung des Ganzen eine ganz andere. Aber naja, wenn die mir das so machen, dann ist das okay. Ich beschwere mich ja nicht. Es ist. Auf viele verschiedene Arten und Weisen ist das hier machbar. Ey! Die sind aber auch kratzbürstig. Oh nein, noch eine Tonne! Ey! Oh ne! Nein! Ach! Warum immer so viel gleichzeitig? Ah! Das überfordert mich, heillos. Desaströse Superüberforderung. Lässt sich nicht von mir erledigen. Ja gut, nochmal, komm. Felsenfest, Alter. Party Hardy, Alter. Auf Titanic. Moin. Nehmen wir den anderen Affen mal mit. Eigentlich ist das so eine richtig große... So eine Babysitter-Folge hier. Das hast du eigentlich in jeder Serie, dass es eine Babysitter-Folge gibt. Gab's bei den Simpsons, gibt's glaube ich auch. Bei jeder Zeichentrickserie muss es eine Babysitter-Folge geben. Und das ist jetzt diese hier. Das ist die Babysitter-Folge quasi von Donkey Kong Country. Und wisst ihr, was ein Spiel ist, was überhaupt nicht gut gealtert ist, wenn wir gerade von Babys reden? Rugrats. Das hat ein Kollege von mir auf PlayStation. Und ich hatte ja nie eine PlayStation und ich war immer total neidisch, dass der Rugrats auf der PlayStation hatte. Aber ich habe mir jetzt nochmal angeguckt, was das so für ein Quatsch war, ne? Das ist einfach kein gutes Spiel gewesen. Ich lüge da nicht, das war nicht gut. Alleine dieser Minigolf-Scheiß da, das war doch nichts. Da kannst du mit Tommy Pickle den ganzen Tag rumlaufen, das ist egal. Ich meine, die Rugrats waren ja auch letztendlich gar keine so gute Serie. Hat er nicht gesagt. So, ist hier unten was? Nee. Dann machen wir diese Fässerfahrt hier einfach noch ein zweites Mal. Moin. Und noch eine andere Sache, auf die ich Bock habe. Bald fahre ich ins Phantasialand, Alter. Phantasialand. Mega. Man gönnt sich ja sonst nichts. Einfach mal einen ganzen Tag ins Phantasialand. Ich war wirklich... Nee, das ist Sprech hier. Da wollte ich gar nicht hin. Wieso habe ich denn hier ein Halbmast? Was ist das denn? Leute, das ist so Beschiss hier. Nochmal rein ins Felsenfest. Ja, guck mal. Hier. Wenn wir den Affen mal hier. Da ist doch was. Da gibt's doch ein bisschen Bananas. Aber wo soll denn jetzt hier nochmal ein Bonuslevel sein, das ich übersehen habe? Oh, ich erinnere mich daran. Das haben wir ja mal im Livestream gemacht. Ich meine, hier war das richtig schlimm versteckt. Ja, für so 1 Euro hier. Da lege ich mich doch gar nicht krumm. Nächster. So, du Süßbär. Ab nach oben. Moin. Das Bonuslevel haben wir gemacht. Das erledigt. Aber das andere, das fehlt. Wenn ich denn mal so eine grobe Eingrenzung hätte, das würde mir ja schon reichen. Kann ich eigentlich hier schon... Nein. Oh. Nein! Die Ratte ist getarnt. Die habe ich nie gesehen. Habe ich auch vergessen, dass sie da ist. Ganz schlechte Nummer. Nicht gut gelaufen.
Dann. Oh. Ein Uzi, ein Uzi. Wo ist denn jetzt das Bonuslevel? Himmel, Arsch und Zwirn, das muss doch irgendwo sein. Was ist das eigentlich für eine Kombination? Himmel, Arsch und Zwirn. Also quasi erst der Himmel, dann Poppes und dann noch was Feines zum Anziehen. Warum? Ich spüre, dass das hier irgendwo sein muss. Muss ich den Affen hier rüberwerfen? Ja! Ja! Ich meine, wo soll das denn sonst sein? Binde die Münze und werde währenddessen von so TNT-Kriegern hier behagt. Ja, und da ist der Erste. Und die sind alle viel schneller als ihre Kollegen. Und nein, ich dachte, da geht's nochmal rauf. Scheiße. Nochmal. Ich weiß ja jetzt, wo wir sind. Nee, ich weiß das offensichtlich nicht. Na, Leute! Wo war das denn? Ah! Ich glaube, noch einmal war eine so eine Stange da unten, ne? Ja, da muss ich nochmal hin. Das Äffchenfass. Jo. Und wisst ihr, was das Allercoolste gerade ist? Das klingt jetzt sehr prollig. Aber wisst ihr, was das Beste ist? Dass man so ein bisschen eigenes Geld verdient, ne? Aber jetzt auch nicht so schlecht. Sondern schon so seine paar tausend Euro da im Monat. Da ist das schon mal ganz gut, wenn man so eine Wohnung einrichten muss. Dann hat man schon mal was auf Kante. Ja, so eins. Ey, das ist doch Beschiss hier mit den Affen. Das geht doch nicht. Na gut. Ey, das ist Brech. Das hier. Ich möchte den Geschäftsführer sprechen, weil ich hier beleidigt worden bin. Nochmal. Das Felsenfest hat kommt heute noch an der Hauswand. Das schaffen wir noch. Hier. Es sind übrigens aber auch diese Tage vorbei, wie damals. Vielleicht kommen die ja wieder, da hätte ich Bock drauf. Damals, als ich angefangen habe, Minecraft aufzunehmen. Das war der letzte Tag, beziehungsweise Thimbleweed Park war auch nochmal so ein Tag, wo ich einfach 30 Folgen am Stück aufgenommen habe, weil ich so viel Bock hatte. Ja, mal gucken, ob sowas, so eine Euphorie sich irgendwann nochmal in meinem Leben wieder breit macht. Aber dann wiederum 30 Folgen. Sagen wir mal eine Viertelstunde eine Folge. Wenn wir jetzt einen 6-7 Stunden Livestream haben, dann sind wir da auch fast, ne? Schon, 4x8. Siehst du, da sind wir schon über 30. Apropos über 30, weißt du, was ich auch bin? Ich bin auch über 30. Und wenn ihr auch über 30 seid, dann gebt ihr dem Video einen Daumen hoch, weil das ist ein geiles Alter. Du hast Geld? Ja. Und du hast auch so eine gewisse jugendliche Physis, aber weißt du, was du nicht hast? Zeit.